tausendmal gesagt, du sollst die Zahnpastatube zumachen, wenn du die Zähne putzt hast. Schrei mich nicht so an. Ja, kannst du dich nicht erinnern, was die Frau Dr. Dobermann beim Partnerberatungsgespräch gesagt hat? Dass wir unsere Rechnung schnell zahlen sollen, na, oder was? Na, das andere. Ja, wenn wir in einem Streitgespräch sind, dann sollen wir aus dem Streitgespräch raustreten und das Streitgespräch von außen anschauen und dann wieder in das Streitgespräch reintreten. Ach so, ein Schmarrn. Ja, jetzt probier's halt einmal, du blöder Sack. Komm. Hast du was gesehen? Nein, ich hab nichts gesehen. Ja, nicht. Die Dobermann ist auch eine blöde Kuh. Runds Kaffee, die macht nur unser Geld! Der Schirr ist doch ganz normal! Der Schirr, der ist voll aus dem Schild! Hat gut gebrannt! Hat gut gebrannt! Schirr, der ist voll aus dem Schild! Ey, Alter, irgendwie, ey, das mit den Kondensationsstreifen im Himmel, weißt du, das kommt halt alles, glaube ich, von Obama und dem Bilderberg. Ja, der verfickte Verfassungsschutz macht uns Überwachung. Ich sage es dir. Ja, schon. Ich meine, wie schaut's denn aus, wenn der mit der Lisbeth Müller im Bett liegt? Das schaut aus, als würde er mit der Lisbeth Müller im Bett liegen. Du, schau mal her. Schau mal her. Schön. Super. Du, der Bodo, das ist schon ganz ein guter. Das ist er. Da gibt's nichts, gell? Ja, ich bin so lieb. Ich mag ihn mal. Und wann ist Bike soweit? Jetzt komm, jetzt schick dich. Wir müssen jetzt schummern, sind's Afterworks. Was? Party. Party? Ja, Cocktail. Gut. Na, Frau Kollegin, auch ein blindes Huhn findet mal ein Ei. Wie du dir, so ich mir. Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Elefanten werfen. Lass dich nicht über den Tisch hauen. Heute, wir sind jetzt langsam auf dem Holzdampfer. Lieber die Taube auf dem Spatz als das Dach in der Hand. Na, das war jetzt wohl ein Wurf mit dem Zaunpfahl. Ist das nicht das Huhn des Kolumbus? Wir kommen so nie auf den grünen Nenner. Wir müssen jetzt alle mal kahlen Kopf behalten. Ich sag den Kopf mit dem Nagel treffen. Da ist jetzt sowieso der Wurm raus. Manchmal fühle ich mich wie das vierte Rad am Wagen. Der frühe Vogel fällt nicht weit vom Baum. Ja. Du bist ja so ein blöde Schlampen. Ich mein's ja nur gut mit dir. Aber ab und zu redest du schon einen ziemlichen Scheißtrick daher, gell? Jetzt hat er mal aufgelegt. Echt? Ja, sag einmal. Also. Null kritikfähig. Darf man nicht einmal mit Wahrheit sagen, ha? Ey, Alter, was macht denn nicht der Teif und dein Bruder jetzt für eine Ausbildung, ey? Mit Autos und so. Wir mit Auto. Er hat doch sein Bachelor gemacht in Maschinentechnologie. Und jetzt ist er bei MAN Nutzfahrzeuge in der montagegerechten Entwicklung und Konzeption von Sondermaschinen und Einzelteilen. Gechillt. Schon. Ey, aber was ist, wenn er jetzt nach der Ausbildung keine Arbeit findet irgendwie? Dann macht er das Gleiche wie ich. Was machst du nochmal? Hartz-IV, Alter. Hartz-IV. Schon. Diagnose. Hab's jetzt.